Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Landrat Pieper und natürlich auch liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Nun hat es mich ereilt, dass ich heute Abend ein Grußwort zu Ihnen sprechen darf. Wie er schon gerade sagte, der Herr Landrat, eben noch im Saal sitzen, jetzt auf der Showbühne. Ich will mich bemühen, dass ich dazu auch etwas Gutes beitragen kann. Etwas über das Ehrenamt zu sagen und das Ehrenamt zu loben, meine Damen und Herren, das wäre Eulen nach Athen getragen. Viele Facetten, die das Ehrenamt umfasst, hat der Landrat Pieper bereits erläutert, aber eines ist und bleibt schlussendlich der Kern des Ehrenamtes, nämlich, dass man es gerne tut, dass man all die Dinge, die man da macht, egal ob im kulturellen Bereich, egal ob im sportlichen Bereich oder aber, das möchte ich an dieser Stelle einmal ganz besonders betonen, im Rahmen der Rettungsdienste, die für uns alle einen ganz besonderen Dienst versehen, ehrenamtlich und ohne jede Bezahlung, man muss es gerne machen. Denn alles, was von innen herauskommt, färbt schließlich auch irgendwann unsere Seele ein und unsere Gedanken. Das mag nur etwas klingen, als würde es ein Pfarrer sagen. In meinem Vorleben war ich auch noch so etwas Ähnliches. Deswegen darf ich mich da auch an dieser Stelle outen. Auf jeden Fall ist es so, dass die Gesellschaft all jenen, die ehrenamtlich tätig sind, auch das wurde bereits gesagt. Ich möchte es aber dennoch auch noch im Namen meiner Kolleginnen und meiner Kollegen wiederholen. Dank schuldet. Dank dafür, dass man bereit ist, Zeit in die Hand zu nehmen. Ich spreche ganz bewusst nicht von Opfern, denn ich sagte ja zu Beginn schon, es muss Ihnen Spaß machen und wenn etwas Spaß macht, dann kann man wunderschön nicht von Opfern reden. Aber dennoch, Sie schenken Zeit. Sie schenken Zeit in Vorstandsarbeit, Sie schenken Zeit als Übungsleiter, Sie schenken Zeit, indem Sie unterwegs sind mit den Feuerwehren, mit dem Malteser Hilfsdienst oder dem Deutschen Roten Kreuz, oder Sie schenken Zeit, indem Sie hergehen und schlicht und ergreifend in einem Obst- und Gartenbauverein dafür Sorge tragen, dass unsere Kulturlandschaft erhalten bleibt. All dies sind Facetten des Ehrenamtes, die in keinster Weise zu unterschätzen sind und für die wir alle Ihnen Dank schulden. Ich möchte aber auch noch einen anderen Aspekt ganz kurz beleuchten, ohne das Ganze noch in die Länge zu ziehen, denn Sie alle warten gespannt auf diese von Herrn Landrat Pieper angekündigten kleinen Checkkärtchen und natürlich darauf, dass die Veranstaltung insgesamt ihren weiteren Verlauf nimmt. Aber eines, meine Damen und Herren, lassen Sie mich Ihnen noch sagen. Das ist das Stichwort zum demografischen Wandel. Tatsächlich ist es so, dass sich unsere Gesellschaft verändert. Wir werden alle älter und damit verändert sich natürlich auch das sogenannte Ehrenamt. Das Ehrenamt an sich wird sich verändern müssen. Während wir vielleicht vor vielen Jahren durchaus auch einmal geneigt waren zu sagen, ab einem bestimmten Lebensalter sollten andere, nämlich die Jüngeren, die Geschicke des Landes mehr in die Hand nehmen, werden wir künftig mehr gezwungen sein, auch in der mittleren und späteren Generation weiterhin mit für uns Sorge zu tragen. Das betrifft natürlich auch das Ehrenamt. Ein Zurücklehnen, meine Damen und Herren, wird nicht möglich sein. Wenn ich so in die Runde schaue, schaue ich ja ohnehin nur in aktive und aktivierende Gesichter, was da heißt, mir wird es dann überhaupt nicht bange, das ist in der Tat eine Chance, der wir uns stellen können, wenn, und auch das hat Landrat Pieper zu Recht gesagt, natürlich die Politik hier mit entsprechenden Weichen stellt und mit dafür Sorge trägt, dass das auch weiterhin möglich wird. Insofern ein Dankeschön auch an den Main-Kinzig-Kreis an dieser Stelle, der mit diesem Rahmen, der hier geschaffen wurde, auch eine Möglichkeit bietet, dieses Ehrenamt entsprechend, ja, würdevoll, ich nehme den Begriff in den Mund, auch wenn es ein Wortspiel wäre, zu ehren, heute ist ein Abend zu Ihren Ehren, wie Sie im Ehrenamt tätig sind. Dankeschön dafür an den Main-Kinzig-Kreis, der das gemeinsam mit den Kommunen macht, aber nochmal ein besonderes Dankeschön an Ihnen und jetzt will ich nur wirklich schließen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.